So, wo war denn die Stadt? Ich mache erstmal vielleicht noch die andere Quest. Ich guck mal kurz auf der Karte. Ich glaube, von der Karte sehen wir momentan noch relativ wenig, ne? Wir sehen... Leck mich am Arsch. Ja, ernsthaft. Buff. Ja, okay. Okay, ja, ein bisschen was haben wir. Vielleicht gibt es ein bisschen was. Ich, ja. Ich weiß nicht mal mehr, wo wir waren. Hier irgendwo. Da. Da. Kefalenia, ja. Hier haben wir so ein bisschen was. Auge um Auge ist da drüben. Und wo ist die andere Quest? Eine kleine Odyssee, Stufe 4. Hungrige Götter, Stufe 3. Und hier ein Hai für die Überfahrt, Stufe 3. Das Brennfieber, Stufe 3. Sprich mit den kranken Einwohnern. Vielleicht markieren wir das zuerst mal. Das ist auch ein bisschen näher dran. Ja, habe ich mir gedacht, da wo es qualmt. Und nun zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Kann man immer mal brauchen. Wer weiß, wofür es gut ist, ein paar Fälle mitnehmen. Ich glaube, wir haben beide auf einmal gelootet, ne? Außen waren die gerade zufällig bei uns im Weg. Was fällt der Natur ein, sich uns in den Weg zu stellen? Wieso war ich ganz kurz? Das war merkwürdig. Die kranken Einwohner, warum? Was ist denn los? Ach du Scheiße. Bei den Göttern. Was ist hier passiert? Sprich mit den kranken Einwohnern. Das ist doch alles abgebrannt. Guck mal, hier ist überall Feuer. Priester. Was ist hier los? Wenn die Götter euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Mhm. Hilf uns! Er lässt uns nicht gehen. Was ist hier los? In Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Mhm. Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen. Das Brennfieber. Gibt es keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Die Heiler wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht. Aber ich weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Wir sind gar nicht so krank! Wir werden gesund! Niemand wird gesund! Glaube mir, nur auf diesem Wege wird sich Kefalenia vor der Auslöschung retten können. Bitte! Wir haben Kinder! Denkt an sie! Noch hast du die Gelegenheit umzudrehen, Söldner. Ich bin ganz ehrlich, die wirken auf mich eher wie Banditen. Das Brennfieber und sowas, das wirkt alles sehr, sehr merkwürdig. Die kommen hierher, brennen einfach alles nieder. Und man weiß nicht mal genau, gibt es überhaupt eine Krankheit. Ich kann natürlich sein, dass jetzt eine Krankheit entfessle und dadurch oder die Seuche sich weiter ausbreitet. Kann natürlich auch sein. Er wirkt aber nicht wie ein Priester. Ein Priester mit einem Bogen? Sehr eigenartig. Ich misch mich mal ein. Vielleicht ist es auch falsch, vielleicht werden wir dadurch weitere Tode verursachen. Aber es wirkt auf mich, als wären die da unten noch alle sehr gesund. Das sind auch Kinder, die wollen die Kinder jetzt auch töten. Da kann ich nicht mit zuschauen, ohne dass man nicht zumindest
was über die Seuche rausfindet oder sowas, der weiß ja selber nichts über die Seuche. Die haben nichts, keine Infos darüber, keine Fakten. Lasst sie gehen. Was? Du bist kein Gott. Was ist denn hier rein? Los! Ja! Feiges Schwein. Vor euch gibt's keinen Ruhm. Na? So. Wo ist denn der Priester? Hat er nichts dabei? Boah, alles abgeschlachtet, alles niedergebrannt. Guck mal, über diese Toten hier, einfach grausam. So, sprich mit den kranken Einwohnern, die sind jetzt da hinten irgendwo. Und haben die Seuche weitergetragen und wir haben die falsche Entscheidung getroffen. Kann natürlich auch sein. Uiuiui! Der Priester kam aus der Unterwelt. Ein toller Mann der Götter. Ach, dich schickten die wahren Götter. Wir sollten los. Wir können zwar reisen, aber wir müssen noch behandelt werden. Bevor du gehst, nimm meine Drachmen. Ach, Quatsch. Ich habe nicht genug Geld, um dich zu entlohnen. Das nein, ist alles. Nein, nein, will ich gar nicht haben. Nein, 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 nein. Wirklich, ich habe genug. Das ist nicht notwendig. Ich wünsche euch eine gute Reise. Du bist ein Geschenk der Götter, Adlermann. Mögen sie dich segnen. Adlermann. Leb wohl, Kina. Gute Reise. Ich glaube, wir haben uns doch richtig entschieden. Oh, hey. Na? Vielleicht noch ein bisschen zu früh? Obwohl Stufe 4? Wir könnten es wagen. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass ich gleich sterbe. Boah, der... Oh, tschüss! Oh, ich hab dem gar nichts abgezogen. Ein bisschen was, aber das ist... Nee, komm. Das machen wir vielleicht später. Das ist momentan zu viel des Guten. Wo kommt der denn her? Und was ist das hier? Das sieht spannend aus. Ich glaube, vor denen kann man sich nicht verstecken, ne? Die sehen dann immer... Oder? Ich glaube, der sieht mich. Also jetzt vielleicht nicht, aber der wird mich im Busch sehen. Ich kann mich nicht vor dem verstecken. Das ist der Wunsch, ich glaube. Also ich würde ihn schon gern wegzimmern, aber das wäre jetzt... Der Kampf würde sehr lange dauern. Vielleicht können wir ihn ein bisschen was abziehen mit so einem Überraschungsmoment. Aber ich glaube, der wird uns im Busch entdecken. Und er kommt schon automatisch in unsere Richtung. Ich glaube, dass der immer weiß, wo wir sind. Dreht er sich jetzt wieder um? Also können wir uns anschleichen? Ja, der dreht sich immer wieder um. Einschleichen ist ein bisschen schwieriger bei dem. Ah. Ah. Oh, wir sind hier nicht versteckt. Tschüss! Ja, das stimmt. Deswegen bin ich weg. Das scheint schon ganz gut zu gehen.
Der ist schon ordentlich unterwegs. Aber der heilt jetzt auch hoch, ne? Ich habe hochgeheilt, er hat hochgeheilt. Ich glaube, wir heilen alle hoch. Ich glaube, so kann ich ihn nicht besiegen. Also war schon ein ganz guter Kampf eigentlich, aber ich glaube, so kann ich ihn nicht besiegen. Ja, dreh ich wieder um. Komm, Junge. Wir haben den Hut runtergemetzelt, aber naja, da müssen wir vielleicht später nochmal hin. Schade, schade, schade. Oh, macht voll Spaß. Oh, jetzt bin ich voll aufgeregt. So wie 5 Uhr morgens und ich bin voll Adrenalin. Jetzt kann ich nie wieder schlafen gehen. Okay, ein Level noch, dann massakrieren wir den aber. Oder 1, 2. Bei 2 wird es einfacher. So. Den holen wir uns später. Der hat uns gerade nicht gesehen. Kopfgeldjäger in der Nähe. Und hier sieht es natürlich ein bisschen besser aus. Und hier laufen auch wieder Leute rum, aber... Also glücklich wirken die hier noch nicht wirklich. Ach, guck mal, da kommt jetzt hinterhergelaufen hier. Interessant. So, okay. Dann lass mal kurz gucken, was wir als nächstes machen. Kapitel Auge um Auge. Wir hatten aber noch auf der Karte, hatten wir doch noch irgendwie ein paar Quests entdeckt, oder? Hier oben Nachrichtentafel und hier ist noch Hungrige Götter. Und hier haben wir auch Stufe 4. Stufe 4, okay. Machen wir erstmal Hungrige Götter. So, da kommt er angelaufen. Ella. So, let's go. Ups, der kann uns schön weiter suchen. Ich glaube, der wird die ganze Zeit einfach rennen. Und von den Kopfgeldjäger kommen immer unweigerlich weiter in unsere Nähe. Die können ja irgendwie unsere Fährte lesen oder wie auch immer die das machen. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, der wird immer wieder näher kommen. So. Hallo, mein Freund. Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter. Hm? Warum das denn? Das klingt nicht gut. Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? Die Liefergötter. In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Wer kann ein Schelm sein? Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Ich brauche kein Opfer, aber... Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldner. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Auf heiligem Boden. Okay. Banditenanführer Schatzplündern? Ist aber nicht hier, oder? Oh, ich hätte Questverfolgen gerade noch machen müssen. Mach ich mal schnell. Hungrige Götter hier, 2 Meter. Zack. Die Höhle untersuchen. So. Erstens mal natürlich. So.
Sehr schön hier. Und zum Glück viele blinkende Rohstoffe. Ich bin ein Freund von blinkenden Rohstoffen. Eisenbrocken, hier Obsidian. Ich habe noch nie Obsidian gehabt oder gesehen. Sag ich mal nichts zu. So. Sehr viel Eisenbrocken ohne Spitzhacke. Ich habe immer Angst, dass der Typ gleich kommt hier, der Kopfgeldjäger, dass er auch mit reinkommt und dann geht dann natürlich die Party los. Okay. Ist da oben vielleicht noch was? Nein, das sah nur so aus. Da war aber was. So. Ich nehme alles mit. Wir können später noch alles verkaufen. Oh, hallo. Guten Tag. Ganz ehrlich, an Hermes habe ich auch schon oft gebetet, dass die Pakete ein einziges Mal pünktlich kommen. Oder nicht einfach irgendwo abgelegt werden. Aber ich habe das Gefühl, da... irgendwas vibriert. Ich hoffe, da passiert nichts. Hier können wir stehlen. Das, da habe ich gar kein Interesse dran. Was geht in der Höhle vor sich? Das werden wir herausfinden. Interagieren. Jemand hat ihr Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie hinter die Statue bringen wollen. Mhm. Okay. Und da drüben habe ich noch eine weitere Lupe. Hier. Hier zieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Nein, hä? Ich sehe da nichts. Wo ist denn da... hä? Das könnte alles sein. Wahrscheinlich klaut da jemand Opfergaben, oder? Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Okay. Gut. Mitnehmen. Fauliges Fleisch. Ihhh. Das sieht doch sehr banditlich aus hier. Ding, 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 ding. Ich habe Stimmen gehört. Wir nehmen natürlich, also ganz ehrlich, wir nehmen natürlich mit, ne? Das ist nichts, okay. Wir nehmen natürlich trotzdem mit, da drüben. Wer ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ich höre aber wieder Stimmen da vorne. Hey! Ich muss ja weg, ich muss, oh Gott, ich muss ja weg, ich muss ja weg, ich muss ja weg. Lololo, lololo. Tschüss, tschüss, Freunde. War echt schön mit euch. Ciao. Ich wollte sowieso runter. Unglaublich, dass du immer noch stehst. Ja, finde ich auch gerade. Wenn ich ehrlich bin. Das war unheimlich dämlich. So, also nicht von mir diesmal. Ne? Das war von mir war super clever.
Leute sitzen vor dem Bildschirm und sind begeistert von diesem Einfall. Tosender Applaus in deutschen Wohnzimmern. So. Okay. Die haben wir alle wegbekommen. Aber auch nur, weil wir da gerade zufälligerweise entdeckt wurden. Das war natürlich, weil wir hier einfach um die Ecke kamen und dann zufällig waren die alle da und haben alles gehört. War nicht so gut. So, wir haben nichts übersehen. Aber offenbar ist das eine riesige Operation, die hier stattfindet. Hey, Junge. Natürlich, Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Da gehen die ganzen Opfergaben also hin. Achso, so. Schatz plündern. Söldnergürtel. Ja, nice. Den gucken wir uns gleich mal an. So, Olivenholz. 3 Drachmen. Was haben wir hier noch? 3 Drachmen. Riesige Götterspenden hier. 3 Drachmen. Kehre zum Gläubigen zurück. Das machen wir natürlich auch gleich. Aber erstmal eben Inventar. Das neue Höschen begutachten. Und wir haben Socken, wie ich gerade gesehen habe. Oh. 20 Rüstung. Das lasse ich mir gefallen. Und wir haben auch Socken. Spartanschalbstiefel, bin durch die Stufe 5. Wir müssen noch einmal aufsteigen. Dann können wir die neuen Socken anziehen. Wir haben auch neue Handschuhe. 7er Rüstung, 6. Plus 4 Jägerschaden. Aber ganz ehrlich, da bleibe ich mal bei Attentats und kritischer Schaden. Auch wenn das hier ein bisschen mehr Rüstung hat. Bleiben wir bei der bisherigen. So. Und wir sind natürlich noch nicht fertig hier, ne? Das muss man ja auch noch sagen. Wir haben hier noch überall Eisen und Obsidian. So. Mal ganz kurz den hier wieder machen. So. Es geht ja noch tiefer in die Höhle rein. Oder auch wieder raus. Je nachdem. Okay. Das war erfrischend. Und hier stehen auch noch, ich glaube, das sind noch Wagen von Banditen, oder? Die hier ihren Kram aufladen. Das sieht zumindest ganz danach aus. Was ist das da? Kann man da auch noch rein? Guck mal, das sieht so aus, als könnte man da... Gut, wohl nicht. So, 170 Meter. Da ist es schon ein ganzes Stückchen rein. Da unten war auch noch eine Plattform im See. Es gibt hier so viel zu sehen und so viel zu erkunden, glaube ich. Ich glaube, das kann man auch 30 Jahre spielen. Okay, wo ist denn unser Freund der Gläubige? So, guten Tag. Ja, ich komme von der anderen Seite. Das ist völlig richtig. Dort sind keine Götter. Nur Banditen, die den Leuten Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. Jetzt haben wir 98 Drachmen dafür gekriegt. Der arme Mann. Ich wollte von ihm nichts haben. Hungrige Götter. So. Das haben wir auch gemacht. Level 5 dauert noch ein bisschen. Aber immerhin... Wir sind auf bestem Wege. Dann nochmal ganz kurz bei den Quests. Haben wir momentan nichts Aktuelles, ne? Also natürlich schon. Auge um Auge müssen wir... Ich glaube, Auge um Auge ist das Letzte, was bleibt hier, oder? Ah, nee, ein Hai für die Überfahrt. 400 Meter. Ganz ehrlich, da... Bin ich faul? Da hole ich natürlich Plötze. Vamos, auf! So, vamos! Vamos, andele, andele! Einmal der Straße folgen und dann ab dafür. So. Was? Ich habe ein Kind in Saint-Tropez? Was? So. Ah, das ist schon cool. So. Kinder über den Haufen reiten. Sehr, sehr gut. Und hier ist wieder eine Anschlagtafel. Aber ich glaube, da stand eh nichts drauf. Oh, Alter. Von das Kind kaputt geritten. Und hier. Oh, Alter, die armen Leute. Oh, dieser Autopilot.
So ein Tesla fährt gerade, weißt du? Ah, trotzdem immer noch cool. So. Aber natürlich haben die Ereignisse noch gar nicht so richtig ihren Lauf genommen. Alles, was wir jetzt hier noch haben, sind immer noch sehr persönliche Sachen. Und natürlich, wie wir wissen, werden wir später auf einer größeren Skala agieren. Hey, das war ja auch schon. So. Hallo, mein Freund. Söldner, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Kann ich verstehen. Warte. Kriusam. Meinst du, er könnte uns helfen? Ich glaube, er könnte. Hm? Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldner? Och. Ich... Jeder fürchtet sich vor Haien. Ich habe von nichts Angst. Natürlich nicht. Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger schwimmt zwischen uns und der Chance, Kefalenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Hm. Ich könnte sie selbst behalten. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalenia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Hm, okay. Nein. Nun gut, ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Krané im Süden. Jeder vergrabene Schatz hat eine Geschichte. Die Kette soll einst Prokris gehört haben. Du weißt schon, der Frau von Kephalos. Am Abend vor ihrer Hochzeit gab er sie ihr mit dem Versprechen ewiger Treue. Tja, wir wissen, wie das geendet ist. Typisch. Wenigstens kehrte er vor ihrem Tod zu Prokris zurück. Hm. Wo auf dieser Insel sind die Ruinen? Kennst du die versunkene Insel des Zeus? Finde sie, dann findest du die Ruinen. Mhm. Okay. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Ein Gemüse. Ich weiß, ich bin in der Nähe des Ziels. Was soll das denn? Oh, guck mal, wer da angeritten. Wie schnell ist denn der unterwegs? Hat der auch ein Pferd? Der kommt mir langsam gefährlich nach. Wie schnell ist der unterwegs? Wie kann der denn so schnell laufen, bitte? Wir sollten uns vielleicht auf den Weg machen. So, ich will gar nicht... Ich habe doch Ikaros gerufen. Was will der denn von mir? So, Tag, Doge. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo müssen wir überhaupt hin? Jetzt wäre es mal ganz gut, wenn wir die Quest verfolgen würden. Und dann können wir bald den anderen verfolgen. Ein Kampf mit Talos, aber erstmal ein Hai für die Überfahrt. 1000 Meter? Okay. Na, das kann ja dauern. So, mal gucken, wann er angerannt kommt. Da an 300 Metern ist noch irgendwas. Oh. Der kommt richtig krass, der kommt richtig sehr schnell angerannt, der andere Typ. Okay, wir rennen immer noch schneller, das ist gut. Ich habe das Gefühl, die Lage wird sich zuspitzen. Die Ereignisse werden sich überschlagen. Und ich frage mich halt, kann man den etappenweise kaputt schlagen? Obwohl, das hat schon mal geklappt, ne? Also in der letzten Runde. Da haben wir mal schön draufgezimmert und irgendwann haben wir doch wieder aufgeladen. Und dann kommt man wieder auf ihn draufprügeln, er hat aber noch nicht aufgeladen. Ist mega unfair. Aber hat er geklappt. Warum leuchtet der? Ah, Olivenholz. Das gute Olivenholz. Zack, ein paar Oliven auseinandernehmen. Da können wir vielleicht ein paar Pfeile draus machen. Ja, wenn man schon mal hier ist.
Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich gerade hier bin und hier langlaufe. Es könnte sich als schädlich erweisen. So. Der feine Herr Fährtenleser dürfte jedenfalls hier nicht unbedingt langkommen.